Ja, er ist unglaublich winzig für die Maßstäbe, die die Gebrüder Theobald ansetzen für eine Maschine. Denn dieses Gerät hier kennt man vielleicht so ein kleines bisschen, wenn man einen Fußboden zurückbauen möchte zu Hause. Allerdings ein bisschen kleiner. Das ist die Profi-Version von Jansa. Die ist schon schnell, oder? Ja, die kann schon. Also für den kleinen Bereich ist die schon schnell. Na, das geht schon. Es kommt ja immer darauf an, wie alles verklebt ist. Das ist so die kleinste Version. Die hat auch einen Selbstantrieb. Das können wir jetzt gerade mal ein bisschen vorführen. So, ganz kurz mal, wenn du dich mal gerade vorstellst mit Vornamen. Wilfried. Wilfried, du kommst aus dem Saarland? Ja. Also aus welchem Ort kommst du? Püttlingen. Aus Püttlingen. Ja. So, und du? Aus Regelsberg. Aus Regelsberg. Stell dich mal vor, dein Name? Marc Theobald von der Firma Gebrüder Theobald. Das ist mein Bruder, wir zusammen haben... Der Patrick Theobald. Genau, es gibt noch einen Theobald. Ja, es gibt noch einen Jörg Theobald. Genau, der ist ja immer rum. Also, Da. Jörg, wenn du mal kurz herkommst, ja, klar. Ihr seid Zwillinge. Richtig. Okay, super. Du bist aber der Ruhige, du willst ja nicht vor die Kamera. Oh ja, muss ich nicht. Okay, klasse. So passiert. So, leg mal los. Was ist hier zu tun? Also hier geht es halt darum, mit dem Stripper halt den Teppich, der jetzt verklebt ist, ein Nadelfilz, für den halt auszubauen. So, das ist aber jetzt nur für die Kamera im Moment. Ihr hättet normalerweise eine größere Maschine hier. Genau, das ist jetzt eigentlich für den Bereich, was wir jetzt hier haben, eigentlich nicht so geeignet. Den haben wir trotzdem mal dabei. So, ich zeig mal gerade hier vorne. Er tritt da drauf. Das heißt, du drückst das Ding? Nee. Der fährt allein. Achso, der fährt allein. Ja, das ist ja der Selbstantrieb. Und vielleicht kann man ihn mal anmachen und mal laufen lassen. Und der schneidet sich den Teppich jetzt selbst. Ja, man sieht ja jetzt den Eigenantrieb. Das heißt, er braucht schon ein bisschen Kraft. Ja, das sieht man hier. Ja. Und schneidet sich den Teppich jetzt ab. Ja. Also er muss schon... Wir sind jetzt hier im 240 Volt Bereich, also wir haben jetzt hier ganz normale Steckdose und man merkt schon, dass er kämpfen muss. Aber es funktioniert. Wenn Sie von machen wir bitte noch mal aus. Man sieht halt, wenn Sie das jetzt von Hand würde machen, sage ich mal, das sieht man schön, haben Sie verloren. Ne? So. Also der ist so verklebt, dass das funktioniert nicht. Also er muss schon sehr kämpfen. Ne? Okay, wunderbar. Also die Großmaschine, die haben wir jetzt nur mal dabei. Mit der wäre das jetzt nicht machen. Üblicherweise auch Gehörschutz mit drauf. Also genau, das ist so der, genau, die Geschichte jetzt mal. Wir stehen jetzt hier in einem Objekt. Hier sind schon einige Quadratmeter rückzubauen, oder? Ja, 1800 Quadratmeter sind hier. Zurückzubauen. So, und wenn das denn, ich sag mal, gestrippt ist, dann seid ihr noch nicht fertig. Da muss wahrscheinlich geschliffen werden, ne? Ja, da muss der Boden geschliffen werden, ne? Der Kleber von dem Teppich muss runter, ja? Das ist wahrscheinlich so viel Arbeit, oder? Ja, es geht. Wenn man die richtige Maschine hat, eigentlich nicht. So, da werden wir gleich mal kurz zu verweisen. Teil Nummer 2, die größten Rückbaumaschinen der Welt, so kann man es fast nennen, denn zumindest das ist einer der stärksten Elektromotoren der Welt, das werden wir gleich mal zeigen. Ja, wenn ich, ich sag mal, eure Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte, ihr baut gerade einen Markt zurück. So, das sind wie viele Quadratmeter hier? 1800 hier. 1800, hauptsächlich Teppich, ihr habt aber auch Elektroleitungen und so weiter zurückgebaut. Dann werden wir gleich mal über diese Maschine berichten, die ist von Jansa, das ist der gleiche Hersteller wie eben? Das ist der gleiche Hersteller, die haben spezialisiert auf solche Maschinen zum Ausbau vom Boden, egal welche Art, Fliesen, Flexplatten oder halt Linoleum, alle Sorten, Nadelfilz jetzt wie hier und das sind die drauf spezialisiert, auch für große Flächen. So, und hier vorne habt ihr auch was ganz Tolles, eine Tonne schwer von Jansen, ein Elektro-Radlader. Ich glaube, der würde meinem Sohn gefallen, damit im Kindergarten mal ein bisschen Unfug anzurichten. Mein Sohn ist mit dem schon gefahren, der ist 7. Der kann ich fahren. Echt? Ja. Ich muss den mal mitbringen, mein Sohn. Ja. Ist das schwer, den zu bedienen? Nee, ist eigentlich ganz leicht. Okay, super. Gebrüder Theobald, das heißt, ihr baut zurück, ihr seid im Südwesten da, werdet oft gerufen, kurzfristig. Das heißt, die Leute denken nicht groß darüber nach, die wissen, Theobald reist ab. Ja. Wir haben die Lösung, okay. Für jedes Problem. Ihr könnt alles zurückbauen. Das heißt, wenn einer kommt und sagt, hier, das Ding, der hatte jetzt, was weiß ich, eine Salzsteingrotte eingebaut, das geht. Also, das geht alles. Also, das ist alles, wir haben auch die Möglichkeit, auch fachgerecht zu entsorgen. Ja, was ganz wichtig ist heute. Alle Scheine, das ist heute alles ganz, Scheine, ganz was wichtig. Sind Scheine? Aber wir haben eine Gefahrstoff, für die Gefahrstoffbeurteilung können wir halt alles so entsorgen, wie es richtig ist. Ne? So, jetzt muss man sagen, für die Dreharbeiten haben wir es jetzt mal gemacht, normalerweise. Maske, Gehörschutz, volles Programm. Ja, das ist jetzt mal. Heute auch gleich, wenn wir Teste machen, hier werden die Leute das tragen. Ja? Okay, das ist so. Das ist nämlich ganz wichtig, denn die vielen Mitarbeiter, ihr habt rund 20 Mitarbeiter, die hier da sind, denen soll es ja auch in Zukunft gut gehen, oder? Ja, das. Also Arbeitsschutz wird bei uns groß geschrieben und wir geben da viel Geld dafür aus. Ja, das ist so. Also heute nur für die Dreharbeiten, wir drehen am Freitag.
Kurz vor Weihnachten, im Moment ist ja, ich sag mal, Krisenzeit, ihr habt viel zu tun, oder? Ja, ja, wir haben sehr viel zu tun. Ne? So, das ist auch ein süßes Gerät, was kann das? Das ist der ganz große Bruder von der Kleinmaschine. Die werden wir auch gleich mal zeigen, ja? Ja, die werden wir gleich zeigen und der baut das in einer ganz anderen Geschwindigkeit aus. Oh, ne? Der hat hier unten auch Gewichte drin, oder? Ja, da sind wir jetzt mit Fahrer bei 1,2, 1,3 Tonnen circa. Das ist krass. Das ist ja Akkutechnik. Allein die Akkus sind halt sehr, sehr schwer, damit ich wirklich mit der Maschine 8 Stunden arbeiten kann. Okay. Ne, weil 2 Stunden, das würden sie ja nicht viel bringen, dann wieder aufladen. Das heißt auch hier jetzt Bleitechnik. Also Bleitechnik macht ja gar keinen Sinn. Macht Sinn. Das heißt, ihr braucht auch Gewicht, oder? Ja, genau. Wir brauchen auch Gewicht, ne? Dass die Maschine schnellen Vorschub hat. Boah, das hier, das sieht aus wie aus einem Horrorfilm. Ja, wenn ich denn irgendwie auf dem Boden angeschnallt werde, die Maschine kommt langsam auf mich zu, das Messer rast zu. Aber nee, Spaß beiseite. Man muss schon aufpassen bei den Dingern, ne? Ja, das ist also jetzt nicht für Anfänger nicht geeignet. Ne? So, Fuß davor. Man sollte sich auskennen mit den Maschinen. So. Ja? Das heißt, wenn du hier mit dem Teil hier mal so gegen so einen Pfeiler fährst, das merkt der Pfeiler? Das merkt der Pfeiler schon, ja. Und das Messer ist kaputt. Fahrer aber auch. Ne? So, ihr seid aus dem Saarland, Gebrüder Theobald. Ja. So, sag mal, wenn ich so Videos, normalerweise drehe ich ja so Videos ja, für Leute, die sagen, hey, und wir streichen mal das Haus neu. Das ist ja sehr speziell bei euch. Was ist eure Zielgruppe? Zielgruppe sind auch wirklich auch Privatleute. Wir machen das auch im privaten Bereich, den Rückbau. Ne? Das heißt, wir tun Häuser vorbereiten. Macht die leer in Kern. Macht die leer komplett. Ja, also wenn da jetzt zum Beispiel eine Arztpraxis drin war. Ja, genau. Das ist jetzt nicht nur beschränkt auf den Ladenrückbau. Privat, Industrie, also alle Bereiche. Ich habe gehört, besonders günstig wird es, wenn die Leute zum Beispiel 100 Tonnen Kabel drin haben. Ja, das bei Kabel oder so, ne? Das wird ja recycelt. Ne? Ja, das ist das Leuchten in seinen Augen. Hast du gesehen? Ja. Ja, Edelmetalle, das wird gern genommen. Okay. Ja, das ist halt so. Und das wird dann mit eingerechnet und so weiter. Und dann wird es natürlich günstiger. Ja, ihr habt da noch nie eine Bank ausgeräumt, wo jetzt noch ein Tresor drin war und der Schlüssel war weg und ihr habt 100 Tonnen Gold gefunden. Nee, leider noch nicht. Vielleicht kommt es noch. Gebrüder Theobald. So, ich zeig mal das Logo. Ist relativ lang. Ich kann mal die Kamera drauf einmachen. GTG, Gebrüder Theobald GmbH, ein Meisterbetrieb. Wie viele Meister habt ihr denn? Einen. Das steht da. Du bist Meister? Ich bin Meister. Aber was für ein Meister sind wir denn? Ich bin Elektromeister. Elektromeister. So. Ja, damit wir natürlich auch fachgerecht den Ausbau von solchen Anlagen auch machen können. So, aber für den Rest braucht man keinen Meisterschein, ne? Nee, eigentlich nicht. Man braucht teilweise Befähigungsscheine und so weiter. Die habt ihr aber. Das haben wir alles, ja. Ja, hier steht da, Jansa. Jetzt müsste ja die Firma Jansa eigentlich ein bisschen Geld rüberschieben, oder? Für die Videos, die wir drehen. Ja, ich glaube auch. Tschüss, danke. Gute Idee.